Sie sind hier, 5. April 2019, 19.40 Uhr, vor dem großen Boxabend in Wolfsburg steht das Wiegen an. Roni Mittag hat zunächst zu viel auf den Rippen und muss blank ziehen. Doch auch das reicht nicht. Der mit Spannung erwartete Rückkampf um den IBF-Europatitel zwischen Roni Oliven, Mittag und Dennis Radovan in Wolfsburg steht unmittelbar bevor. Einen Tag zuvor fand im Finoscience Center in Wolfsburg das Wiegen statt. Dabei kam es bereits zu einer ersten Kuriosität. Boxen, Sauerland-Gala mit Patrick Wojcicki am 6. April ab 21 Uhr live im TV und im Livestream auf Sport1. Während Radovan das Mittelgewichtslimit locker einhalten konnte, zeigte die Waage bei Mittag 100 Gramm zu viel an. Mittag entledigt sich seiner Unterhose, was tut man da? Mittag entschied sich zum Erstaunen der amüsierten Zuschauer dazu, sich seiner Unterhose zu erledigen und komplett nackt zu wiegen, natürlich hinter Tüchern verhüllt. Allerdings reichte auch das nicht aus. Bis zum Nachwiegen um 18 Uhr gelang es dem 30-Jährigen aber durch Schwitzen und Abwinkeln doch noch das vorgegebene Limit einzuhalten. Damit ist alles bereits für den Rückkampf am Samstag, nachdem sich die Kontrahenten im Dezember nach einem umstrittenen Urteil mit einem Unentschieden zufrieden geben mussten. Mittag verspricht spannenden Kampf. Mittag verspricht den Fans bei Sport1 jedenfalls einen spannenden Fight. Das war ein ansehnlicher Kampf, was zum Mitfiebern für die Zuschauer. Das ist ein wichtiger Punkt für das deutsche Boxen, um es wieder nach oben zu bringen. Ohne Striptease ging das Wiegen für den anderen Hauptkampf des Abends statt. Lokalmatador Patrick Wojcicki und sein Gegner Marcelo Cáceres brachten 72,4 Kilogramm bzw. 72,3 Kilogramm auf die Waage, ehe sie morgen um den IBF Intercontinental Titel im Mittelgewicht boxen. Bei dem Boxabend werden auch Stars des VfL Wolfsburg erwartet. So haben sich unter anderem Sportdirektor Marcel Schäfer und Ex-Nationalspieler Yannick Gerhardt angekündigt. Sauerland Boxgala in Wolfsburg live auf Sport1. Die Sauerland Boxgala wird am 6. April ab 21 Uhr live auf Sport1 im Free TV und Livestream übertragen.